ich beeile mich. Ups. Ja, ich weiß, was du die Dinger brauchst. Wieder da. Warte mal nach. Handy am Steuer. Hört doch bestimmt gleich auf. Warte mal nach. Oh oh. Das ist das zweite Mal die Woche. Ja, Entschuldigung. Und, Natalia, auf die Schicht gekommen? Scheiße, sie hat meinen Schlüssel mitgenommen. Ja? Nabend. Was gibt? Sie haben während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefoniert. Ja. Aber nur kurz. Dann machen Sie mal kurz den Motor aus. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Was machen Sie denn mit den ganzen Chips? Bertha 10 von 7. Bertha 10 hören. Angeschossene Person. Notarztwagen zur Eisenerbrücke. Ich wiederhole dringend. Notarztwagen zur Eisenerbrücke. Bertha 10 verstanden. Angeschossene Person. Notarztwagen zur Eisenerbrücke ist unterwegs. Ich wollte ihm überhaupt nicht hinterherfahren. Das war Coras Idee. Ich meine, wir haben hier gehalten, haben ihn angehalten. Ja, und Lenz, dann bin ich nach vorne und Frühlinge. Hab sein Nummernschild aufgeschrieben. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Sie hat mit ihm gesprochen, dann ist sie nach hinten gelaufen. Darf ich mal? Hat ins Auto reingelaufen. Auto Volvo 760. Dann ist der Typ plötzlich ausgestiegen. Berlin, MB. Okay, wir haben uns sicher, aber er hat nur telefoniert. Jan, du hast nicht geschossen. Nein, ich bin sofort in Deckung. Sonja, gib mal die Tüte jetzt. Martha, Dora. Als ich die Waffe gezogen habe, da war es schon völlig vorbei. Da war alles zu spät. Korrekt, ja. Okay. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Ja. Brauch den Fotografen nochmal. Erich. Ja? Cora? Cora, deine Waffe. Kann ich gar
nicht mal geschossen. Ich habe mich einfach nur geduckt. Bleib ruhig, sag erstmal gar nichts, ja? Achtung! Hoch! Also, er steht nicht auf der Fahndungsliste, aber er hat eine Bewährungsstrafe wegen Drogen. Was im Wagen? Chips. Chips? Kartoffelchips. Kannst jetzt fahren? Erstmal Klappe halten, ja. Was? Ja? Na, ist hier der Polizeiführer? Franke, Abschnitt 40. Die Kollegen Eisenach und Winkler wurden bei einer Kontrolle beschossen. Abend, Engelbrecht, LKA. Alles in Ordnung? Frau Winkler hat das Feuer erwidert. Der Schütze wurde tödlich getroffen. Dienstwaffe Winkler. Ja, Engelbrecht. Ein Stückchen höher. Ja. Guten Abend. Büro, Dienstgruppenleiter. Die Kollegen stehen unter Schock und werden im Moment nicht aussagen. Sebastian. Bernd, kommst du? Sebastian. Was stehen die zwei hier draußen rum? Die gehören auf den Wagen. Das LKA ist gerade erst gekommen. Ihr fahrt Jan zum Abschnitt, ja? Schirmt ihn ab. Sollen wir mit niemandem sprechen, klar? Als die Jan-Waffe gerufen hat, bin ich sofort in Deckung. Hat Ihre Kollegin den Mann angerufen? Ich weiß nicht mehr genau. Ich bin in Deckung. Dann hat sie auch schon geschossen und... Entschuldigung. Voll krass. Hi. Blöd. Keine Waffe, kein Dienst. Harald? Ah, nee, danke, heute nicht. Wo ist Grisha? Er wartet unten im Auto. Traut sich nicht rauf. Auch blöd. Naja, hat ja einen tapferen Kollegen. Tschüss. Ciao, Harald. Ciao. Vielen Dank. Ich wäre gern mit runtergekommen. Aber siehst du ja, konnte nicht in Schlange. Sehr witzig. Dann lach doch. Mann, Harald, die Typen wollen sie nur zum Spaß vögeln. Aber ich will mehr. Mensch, akzeptier doch endlich, wie sie ist. Oder such dir eine russische Verwaltungsangestellte. So, komm, jetzt fahr los. Sind spät dran. Nur komm schon. Da war so viel Blut, der Wahnsinn. Ich habe noch nie so viel Blut gesehen. Cora, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann sag's mir bitte. Ja, ja, lass gut sein. Ruf lieber den sozialmedizinischen Dienst an, damit die noch vor dem LKA da sind. Ich bin einfach nur in Deckung gegangen. Das war Coras Ding. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen.
Setz dich rein. Ich komme gleich. Du musst heute Nacht nicht aussagen. Ich hätte ihn gar nicht angehalten. Ich habe ja nicht mal mitbekommen, dass der ein Handy hat. Willst du deine Frau anrufen? Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Mir ging das alles viel zu schnell. Ruf seine Frau an. Komm. Ich kann echt nichts dafür. Mann, was für eine Scheiße. Drei Kugeln. Er war total zerfetzt. Nur noch ein Matsch. Nein, so schnell wie es geht. Gut, ich sag Bescheid. Danke. Wer hat ihn geschossen? Cora. Willst du wen anrufen? Freunde? Verwandte? Gibt es irgendjemand, mit dem du reden kannst? Was soll denn das? Ich bin gleich wieder da. Ruhe! Alle mal herhören. Ich will keine Spekulationen, Mutmaßungen oder sonst irgendein Geschwätz. Cora und Jan sind heute bei einer Routinekontrolle beschossen worden. Cora hat zurückgeschossen. Der Schütze ist tot. LKA 41 ermittelt. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Wenn die Kollegen vom LKA nachher hier eintreffen, dann will ich, dass wir alle freundlich und hilfsbereit sind. Und ich werde stinksauer, wenn ich merke, dass sich hier irgendeiner wichtig macht. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ja. Der Seelenklempner ist unterwegs. Kommt so schnell wie möglich. Gut, dann können wir ja alle wieder an die Arbeit gehen. Vom sozialmedizinischen Dienst sind bald da. Ja, der ist tot. Mit denen kannst du reden. Die waren nicht dabei. Ich kann doch wohl noch mit meinem Kollegen reden, oder? Cora, bleib in meinem Büro. Georg? Ja? LKA ist da. Was? Jetzt schon? Mordkommission. Die nehmen sie in die Mangel und zack, sie ist raus aus dem Job. Ach, Quatsch. Doch. Bertha 11 an 10, Kurfürstenecke, wo? Der Parkplatz. Kenn ich. Weißt du, die drehen ja jedes Wort im Mund rum. Und dann kleben sie mir nichts, dir nichts, irgend so ein Dienstversagen an die Backe. Und tschüss, Frau Winkler, so schaut's aus. Siehst doch Gespenster, die machen auch nur ihren Job. Parkplatz. So, gehen Sie mal beiseite. Lassen Sie uns mal durch hier. Sie gehen mal zwei Schritte zurück. Oh, es grüßt. Du ahnst es nicht. Holst du mal Werkzeug und eine Decke? Mit einem Eierwärmer. Sind Sie verletzt? Ja, ja. So. Hat denn jemand gesehen, wer den Herrn hier so zurückgelassen hat? Keine Ahnung. Na, wer hat denn bei uns angerufen? Ich. Und ich finde das auch irgendwie nicht so komisch. Wer macht denn sowas? Fesseln und ausziehen. Er sitzt ja schon seit über einer halben Stunde so rum. Das ist nicht witzig. Sowas versaut uns das Geschäft. Ja. Ich geh mal einen Kaffee machen. Oh, ach, lieber Schlüsseldienst! Herr Puro kommt gleich, bitte. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Oder irgendwas anderes? Kommst du denn bitte?
kommen Sie. Packen Sie ihn ein und nehmen Sie mit nach Hause. Dora, du wartest hier auf den sozialmedizinischen Dienst, ja? Ich brauche niemanden. Die kümmern sich um dich. Die wissen Bescheid. Du bist einfach nicht fit. Niemand wäre das in deiner Situation. Vergiss nicht. Die ermitteln wegen Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Georg. Und da kann man sich um Kopf und Kragen reden. Georg, ja, ich muss Cora, gehen. Cora, lass dich jetzt nach Hause fahren. Und dann schläfst du dich aus. Und wenn du morgen klar bist, ja, dann machst du deine Aussage. Vertrau mir. Entschuldigen Sie, meine Herren. Aber Frau Winkler wird erst psychologisch betreut. Sie steht Ihnen dann morgen zur Verfügung. Und der Kollege Eisner? Der steht auch unter Schock. Entschuldigung. Sie wollen mit mir reden? Wir haben alles mitgenommen. Brieftasche, Uhr, Handy. Anzug, ja, sogar meine Schuhe. Zwei brutale Typen. Beide dunkelhaarig, der eine war Türke. Ach, Jungs? Wieso Jungs? Das waren ausgewachsene Männer. Die haben mich angehalten, überfallen und mich bis auf die nackte Haut ausgeraubt. Wieso den Jungs? So, darf ich mal? Personenbeschreibung? Mitte 30, 1,80 groß. Dunkelhaarig. Ach, beide? Ja, beide. Würden Sie mich vielleicht erstmal hier rausholen und mir irgendwas zum Anziehen geben? Mir ist nämlich zufällig kalt. So, Sie gehen jetzt erstmal weiter, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Ja, Sie auch, gehen Sie mal weiter. So. Na, kommen Sie. Der K.A. schon auf dem Abschnitt? Ja. Also, wir fahren nach zwei Männern, die den Herrn da in der Limo ausgezogen, gefesselt und ausgeraubt haben sollen. Zwei Männer? Sagt er. Beide 1,80 und dunkelhaarig. Wer macht denn sowas? Osas und Weihnachtsmann. Also wir bringen ihn zum Abschnitt und ihr fragt mal bei den Mädels nach, ob die was gesehen haben, ja? Gut, Frau Winkler, wir sind nicht die Dienstaufsicht. Mich interessiert weder, ob Sie Ihre Dienstmütze aufhatten, noch ob Ihre Waffe vorschriftsmäßig durchgeladen war. Sie können ganz offen reden. Cora. Bisschen Kaffee ließe sich vielleicht organisieren? Kaffee. Ja. Kerstin! Herr Kollege, bitte. Also, nun erzählen Sie mal, wie das passiert ist. Wir haben beobachtet, dass der Fahrer des Wagens während der Fahrt telefoniert hat. Also ohne Freisprecheinrichtung. Machst du mal einen Kaffee? Ja. Ich bin darauf aufmerksam gemacht, dass er telefoniert hat. Ich habe ihn aufgefordert, den Motor auszumachen und habe nach den Papieren gefragt. Und der Kollege? Völlig ahnungslos vorne am Wagen. Ich habe aufs Nummernschild gesehen. Ist doch gut, ist doch schon vorbei. Ich will nach Hause. Dann zieh dich um und hau ab. Danke. Danke, tschüss. Tschüss. Ich habe auf die Rückbank geleuchtet. Nur eine Sekunde. Ich habe Lenz gefragt, was er mit den Chips macht. Da lagen so Chipstüten. Und in der Sekunde, in der ich mich wieder zu ihm wende, sehe ich die Waffe. Der schießt. Auf Sie? Nein, auf den Kollegen. Und dann wirbelt er rum und schießt sofort auf mich. Ich habe zurückgeschossen. Ich bin rückwärts in Deckung und habe dabei zurückgeschossen. Ich konnte nicht mehr auf seine Beine zielen. Das ist nur für den Schusswaffenbericht relevant. Wir fragen, ob eine Notwehrsituation bestanden hat. Und in Ihrem Fall... Es ging in dem Moment um mein Leben, verstehen Sie? Sonst hätte ich nicht geschossen. Das kam alles völlig unerwartet. Deshalb haben Sie auch keine Eigensicherung beachtet. Nein. Ich dachte ja, er
Er war total gut drauf. Völlig harmlos. Und das haben Sie in den 2 Sekunden gesehen, als Sie an den Wagen ran sind? Nein, vorher schon, bevor er losgefahren ist. Bevor er losgefahren ist, das haben Sie uns ja noch gar nicht gesagt, Frau Winkler. Vielleicht braucht sie dich jetzt. Du warst doch dabei. Komm, lass uns gehen. Typisch. Zum Vögeln war deine Kollegin gut, aber wenn sie dich braucht, dann knallst du. Danke. Ich kann ihr jetzt nicht helfen. Ich kann einfach nicht. Er war einfach total gut drauf. Wie denn? Naja, aufgedreht. Er ist beim Telefonieren immer wieder stehen geblieben und hat gelacht. Charmant. Er hat wohl mit jemandem geflirtet, vermutlich. Und dann ist er mit dem Handy ins Auto eingestiegen. Ich weiß nicht, ich habe ihm einfach nachgesehen. Spielt das eine Rolle? Sie haben ihm nachgesehen. Weil er so charmant gelacht hat. Sie fahren ihm nach, sie halten ihn an. Da lacht er plötzlich nicht mehr charmant, sondern hat eine Waffe in der Hand. Klar, dass Sie dazu perplex waren, um angemessen zu reagieren. Was? Sie sagen, Sie haben das nicht erwartet. Ja, nein, ich... Was haben Sie denn erwartet, Frau Winkler? Warum sind Sie ihm nachgefahren? Wollten Sie eine Ordnungswidrigkeit verfolgen? Oder sein charmantes Lachen? Danke. Und Ihnen ist nichts aufgefallen? Irgendein verdächtiger Vorgang auf dem Parkplatz oder auf der Straße? Ja komm, die halten alle hier. Ihr müsst doch was gesehen haben. Ja, so ein dicker Daimler. Kohle pur. Und? Wer ist ran von euch? Keine von uns. Ich weiß, wer hier läuft. Personenbeschreibung. Scheiße angezogen. Dunkles Haar. Die war bestimmt schon über 20. Na, er kann halt mit sowas. Ein Kaffee bitte. Was meinst du mit sowas? Hey, ich hab da was gefunden. Drüben vom Haus. Ja. Hallo. So. Das ist der Herr Brake, der wurde im Wagen ausgeraubt. Kurfürstenstraße. 2 Männer. Sie haben mich gefesselt, ausgezogen und alles weg. Willst du mal bitte die Aussage aufnehmen? Ich suche doch mal einen Pulli. Und dann rufen wir mal Ihre Frau an, Herr Brake. Ja, ja, aber sagen Sie ihr, ich bin nicht verletzt, dass sie keinen Schreck kriegt. Ja. Mhm. Ja? Harald hier, gib mal den Brake. Er hat seine Unterhose. Moment. Würden Sie mal bitte dem Kollegen Ihre Unterhosen beschreiben? Ja, hallo? Meine Unterhose, ja, ist blau-weiß, blau-weiß, so Slipform. Slipform, hm? Was macht denn Georg da? Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Frau Winkler eine Aussage in Ihrem Zustand verweigern kann. Möchten Sie verweigern? Nein. Vielen Dank. Sie haben Lenz angehalten, ausschließlich wegen einer Ordnungswidrigkeit, sagen Sie. Und Ihr Kollege kann bestätigen, dass Lenz während der Fahrt telefoniert hat. Was? Ja, also ich denke schon. Aber Lenz hat das ja gar nicht bestritten. Gut. Sie fragen nach den Papieren, der Kollege guckt auf das Kennzeichen, Sie leuchten auf die Rückbank und fragen ihn, was er mit den Chips macht. Ja. Was machen Sie denn mit Kartoffelchips? Ja. Komische Frage. Warum haben Sie ihn das gefragt? Aus dienstlichem Interesse? Ich meine, das ist eine komische Frage. Es war einfach eine Frage. So wie ein Versuch, mit Lenz ins Gespräch zu kommen. Herrgott, ja. Ich meine, selbst wenn. Dann hätten Sie Lenz in dem Moment nicht als Polizistin wegen einer Ordnungswidrigkeit befragt, sondern als Frau, die ein charmantes Lachen falsch bewertet. Sie waren nicht bei der Sache, Frau Winkler. Sowas führt leider immer wieder zu Überreaktionen. Was hat dann geantwortet? Was? Die Frage mit den Chips. Was hat Lenz darauf geantwortet? Nichts. Er hatte nur ganz plötzlich eine Waffe in der Hand. Haben Sie Lenz angerufen?
Nein, dazu war ja gar keine Zeit. Ich habe den Kollegen gewarnt und dann hat Lenz sofort geschossen. Der Kollege Eisner bestätigt das. Er hat ausgesagt, sie hätten gerufen, Jan Waffe, daraufhin sei er sofort in Deckung. Aber da, Zitat, hat sie schon geschossen. Der Kollege bestätigt also, dass sofort nach ihrer Warnung Schüsse fielen. Aber laut seiner Aussage kamen die eher von Ihnen als von Lenz. Was? Ich sage, sag mal, da wohnt doch keiner mehr, oder? Hören wir, gehen mal darüber. Du, hier wohnt doch gar keiner mehr. Mein Mann schon. Und außerdem lag der Slip da vor der Tür. Vielleicht hat sie ja den Slip auch einfach auf der Straße verloren. Hier wohnt jeweils keiner mehr. Ah, hier guck mal, ein Segel. Ja, aber auch nicht mehr wirklich. Ein schönes Loch. Ich muss da jetzt nicht rein. Traust du dich schon wieder nicht? Hey, das Wasser läuft noch. Mann, ist das eine Bude hier. Ah! Ah! Harald, pass auf! Halt still! Polizei! Was hast du dem Kollegen in die Augen gesprüht? Salzsäure. Haarspray. Mann, du bist scheiße angezogen. Piss dich. Ach, leck mich doch. Und ab. Schlimm? Ja, ist okay. Woher wussten Sie, dass die Waffe scharf war? Ich weiß nicht, ich... Revolver oder Pistole? Ich glaube... Das müssen Sie aber wissen. Sie war scharf, er hat damit auf uns geschossen. Wann? Wann genau? Bevor oder nachdem er aus dem Wagen stieg? Ich hab's gewusst. Gleich verfängt sie sich in irgendeinen Blödsinn. Also, ja. Es war ganz sicher ein südländischer Typ. Wahrscheinlich Türke. Lesen Sie noch mal vor. Ich kam von einem Geschäftsessen, als zwei Männer meinen Wagen stoppten. Der eine riss die Tür auf und fesselte mich mit Handschellen ans Lenkrad. Dann zogen sie mich aus und... Halt, das stimmt ja nicht. Ich meine, sie haben mich natürlich zuerst ausgezogen und dann haben sie mich gefesselt. Ne? Also gefesselt konnten die mich ja gar nicht ausziehen. Das ist sehr unlogisch. Ich habe da was verwechselt. Bitte. Irene, meine Frau... Ludger, was machst du denn für Sachen? Sag ich, ja, vielleicht einen Schreck bekommen, sag ich dir. Du, ich dachte, die bringen mich um. Was ist denn passiert? Lass mich erst mal umziehen. Entschuldigung, wo kann ich mich hier... Kommen Sie. Hier, bitteschön. Was ist denn überhaupt passiert? Nehmen Sie Platz. Georg? Ja? Frau Matthäus vom Sozialmedizinischen Dienst. Guten Abend. Guten Abend. Wo ist denn Ihre Kollegin? Die sitzt in meinem Büro und wird verhört. Und ich kann nichts für sie tun. Kaffee? Ja. Wo standen Sie? Hier? Oder hier? Erzählen Sie mir, von wo aus Sie geschossen haben. Etwa... Hier. Nein. Wenn er sofort geschossen hat, dann müssen Sie noch direkt am Wagen gestanden haben. Ja, möglich. Möglich ist eine ganze Menge. Wahrscheinlicher ist, Sie haben sofort geschossen. Sie waren überfordert.
Sie sind ihm aus nicht dienstlichem Interesse hinterhergefahren. Folglich waren Sie nicht im Mindesten auf eine Gefährdungssituation vorbereitet. Sie konnten gar nicht richtig handeln. Hören Sie bitte, ich kann nicht aus Geduld. Jetzt nicht. Sie stellen eine dämliche Frage, um mit Lenz ins Gespräch zu kommen. Und als er die Waffe zieht, sind Sie einfach zu perplex, um angemessen reagieren zu können. Sie haben, ohne die Waffe zu identifizieren, ohne jede nötige Vorwarnung, ohne einen Warnschuss, auf Lenz geschossen. Frau Winkler, haben Sie zu früh auf Lenz geschossen? Ist das möglich? Ist das möglich, ja oder nein? Und was denkst du? Lügt, ohne rote Ohren zu kriegen. Banker oder Bundestag. Glaubt er wirklich ernsthaft, dass hier irgendjemand glaubt, dass er nicht auf dem Strich war? Was hat denn auf der Krawatte? Sperma. Nee, ist ein Muster. Ja, bitte? Herr Bracke, die Kollegen haben ihre Sachen alle wiedergefunden. Ach, ja, das ist ja wunderbar. Ich komme gleich. Ich kam von einem Geschäftsessen, als zwei Männer meinen Wagen stoppten. Der eine riss die Tür auf, dann zogen sie mich aus und fesselten mich ans Lenkrad. Aber warum haben Sie ihn denn ausgezogen? Kurfürstenstraße. Kennen Sie die Gegend? Ich kann alleine gehen, Mann! Na, du schon wieder? Aber die ist höchstens 18. Ja? Wir haben eine Tochter in dem Alter. Was meinst du denn jetzt? Sag mal, du denkst doch nicht etwa, dass ich Irene. Wie lange sind wir verheiratet? Du kennst mich jetzt seit 20 Jahren, Irene, wirklich. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich... Das ist doch Unsinn! Schauen Sie mal, ob noch alles da ist. Entschuldigung. Was ist mit deinen Augen? Ach, nur Haarspray. Gut, ich hab da noch einen Job für euch. Frau Matthäus, das sind die zwei Kollegen. Hallo. Lesen Sie sich das vorher noch mal durch. Das hilft. Adresse. Frau Matthäus, noch einen Kaffee? Nein, danke. Ach, nee. Ach, warum denn wir? Sag mal, wie lange dauert denn sowas? Planen Sie 1 bis 2 Stunden ein. Vergewissern Sie sich, ob Sie es mit der richtigen Person zu tun haben. Zum Beispiel sind Sie Frau Meier, die Ehefrau von Bernd Meier. Halten Sie Blickkontakt. Bereiten Sie den Empfänger kurz auf die Nachricht vor. Zum Beispiel, wir müssen Ihnen eine traurige Nachricht überbringen. Rechnen Sie mit vielfältigen Reaktionen beim Opfer, beispielsweise Weinen, Fassungslosigkeit, Verzweiflung, Apathie. Cora. Cora. Abbrichst, dann wird alles noch viel schlimmer. Du musst da wieder rein. Ist alles da. Und die junge Frau, in welchem Kontakt steht sie zu diesen beiden Kerlen? Ich meine, wie kommt sie zu meinen Sachen? Tja, keine Ahnung.
Sie ist darauf spezialisiert, Oberklasse-Limousinen in Rotlichtvierteln auszurauben. Hat sie schon in Hamburg, Frankfurt und Köln gemacht. Das ist sagenhaft, ja. Ich meine, so eine Masche spricht sich natürlich rum und andere machen es nachher. Ja. Das ist Trittbrettfahrer. Ja. Oder sie arbeitet mit den beiden Kerlen zusammen. Hat sie noch nichts ausgesagt? Doch. Die lügt doch wie gedruckt. Naja, was soll's. War ja noch Glück im Unglück. Deine Sachen hast du wieder, also. Komm, gehen wir. Sie müssen Ihre Aussage noch unterschreiben, Herr Brake. Hier. So. Und nochmals vielen Dank. Das ist eine Falschaussage. Sie haben uns hier vorsätzlich wahrheitswidrig das Märchen von zwei männlichen Straftätern aufgetischt. Moment mal. Märchen aufgetischt? Wer sind Sie? Sie unterstellen meinem Mann, dass er lügt? Das ist Irreführung der Strafverfolgungsbehörden und Strafvereitelung. Wir rufen Dr. Brenner an. Komm. Kann halt nicht sein, was nicht sein darf. Damit kommt er bei seiner Frau vielleicht durch. Bei mir nicht. Dann hast du keine anderen Probleme. Nein. Nennen Sie anschließend die Institution, von der Sie kommen. Zum Beispiel, guten Tag, mein Name ist Müller. Das ist meine Kollegin Frau Schulz. Wir kommen von der Polizeiwache. Das ist raffiniert. So. Sagen Sie nicht der Leichnam, sondern Ihr Mann, Ihre Frau, Ihr Kind. Wenn Sie Anteilnahme verspüren, zeigen Sie dies. Zum Beispiel, ich weiß auch nicht, was ich Ihnen jetzt sagen soll. Lenz, das sind wir. Komm her. Ja? Guten Tag. Mein Name ist Thomsen und das ist mein Kollege Kaspin vom Abschnitt 40. Sind Sie Frau Lenz? Ja. Die Ehefrau von Friedemann Lenz? Ja. Wo bleiben denn die Chips? Frau Lenz, wenn wir irgendwas für Sie tun können, dann... Halt ab! Und Sie ab, Mann! Ich will Sie nicht in der Wohnung haben! Halt Sie ab! Ich will, dass Sie gehen! Halt Sie ab! Halt Sie ab aus meiner Wohnung! Halt Sie ab! Ich will Sie nicht hier haben! Ja! Wissen, ob du es weißt. Und du weißt es, Cora. Du weißt, was passiert ist. Und egal, was die behaupten, du weißt es. Und lass dich von denen nicht verunsichern. Hörst du? Komm jetzt. Also, Frau Winkler, ist es möglich? Ja. Ich habe Lenz nachgesehen, weil ich ihn persönlich attraktiv fand. Nachgefahren sind wir ihm, weil er telefoniert hat. Und selbst wenn ich mit ihm nur ins Gespräch kommen wollte, ändert das nichts daran, dass ich dabei eine Ordnungswidrigkeit verfolgt habe. Das ist mein Job. Und warum haben Sie nicht gesichert? Weil es nur eine Ordnungswidrigkeit war. Und weil ich ihn für harmlos hielt. Als ich Lenz' Waffe sah, es war eine Pistole, denn er hat sie durchgeladen, war ich zwar perplex, aber fit genug, um zu entscheiden, erst mal den Kollegen anzurufen und nicht Lenz. Jan!
Waffe! Das war die richtige Entscheidung. Wir sind nämlich beide unversehrt. Dann bin ich rückwärts in Deckung. Wie rückwärts? Dabei habe ich den Holster gelöst und die Waffe gezogen. Etwa 3 Sekunden. In den 3 Sekunden ist Lenz aus dem Wagen ausgestiegen und hat auf Jan gefeuert. Wie oft? Einmal. Dann ist er mit ausgestreckter Waffe rumgewirbelt und hat auf mich gefeuert. Blindlings. Er war ja nur ein paar Meter entfernt. Ich bin zurückgestolpert und habe in Panik mehrere Dolchschüsse abgegeben. Wie viele genau, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich vermutlich tot wäre, wenn ich nicht in dem Moment auf Lenz geschossen hätte. Danke, Frau Winkler, das reicht. Ihre Aussage deckt sich weitgehend mit den Erkenntnissen der Spurensicherung. Die Kollegen haben übrigens in der Rückbank eine Tüte Kokain gefunden. Lenz war wahrscheinlich vollgekokst, als er auf sie geschossen hat. Sie konnten gar nicht anders. Sie mussten schießen. Sie hatten keine Wahl. Es hat ein bisschen gedauert, aber dafür wissen Sie es jetzt selbst genau. Wiedersehen. Tschüss. Und, lebst du noch? Ist alles gut. Fahren wir. Klar. Versuch zu schlafen. Und morgen meldest du dich beim sozialmedizinischen Dienst. Und die nächsten Wochen, da machst du anderweitigen Dienst. Wieso? Ich bin okay. Cora. Ich konnte nicht anders. Ich musste schießen. Ich hatte keine Wahl. Schlaf dich mal richtig aus. Ich kann nicht, wenn du gerade von der Arbeit kommst.